ihr Lust auf ein wenig Sonnenglow habt, dann dürft ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn dieses Make-up zeige ich euch heute. Hey Leute! Nachdem der Sommer ja schon fast da ist, dachte ich, so ein Glowing Skin Tutorial wäre genau das Richtige für jetzt. Und ich habe auch ein bisschen was in meiner Make-up-Routine geändert und das zeige ich euch heute. Ich fange hier mit meiner Feuchtigkeitscreme an und zwar ist das von Origins, die Vitasin Creme, die habe ich schon mal vorgestellt. Die ist wirklich super, weil sie eben so einen leichten Ton gibt und ist eben eine super Basis für eure Foundation. Trage ich jetzt mal auf mein Gesicht auf. Dann nehme ich eben mal ganz wenig, weil ich bin auch schon drauf gekommen, zu viel ist auch nicht gut. Und wichtig ist immer schön in die Halspartie runter verblenden. So, und ich finde, das kaschiert auch mal die ersten Rötungen. Dann geht es weiter mit der Foundation. Und zwar verwende ich hier die Perfection Lumiere Velvet von Chanel. Hat eine super Deckkraft und ist auf jeden Fall gut, wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid und die Foundation wirklich den ganzen Tag lang halten muss. Die Augenpartie spare ich aus, sage ich euch gleich wieso, weil ich da noch ein anderes Wunderprodukt anwenden werde. Nasenpartie nicht aussparen. Und that's it. Für den Sommer passend ist immer natürlich ein Bronzing Powder. Ich verwende jetzt das hier von Art Deco. Das ist wirklich stark, deswegen nehme ich da ganz wenig. Und fange an, die Wangen zu konturieren. Kann ruhig ein bisschen streng sein, das wird dann nachher eh verblendet. Das ist meine Nars Brush, die habe ich überhaupt sehr gern, weil die eben so schön die Wangen konturiert. Weiter geht's zu meinem Highlighter. Und zwar habe ich hier den Instant Anti-Age Effekt der Löscher. Anti-Aging brauche ich jetzt natürlich noch nicht, aber der Löscher ist irrsinnig cool, weil der hat hier eben dieses kleine weiche Bürstchen, mit dem könnt ihr hier wirklich die dunklen Augenringe kaschieren und auch ein bisschen highlighten. Ist es eigentlich so ähnlich wie der Benefit Highlighter. Einfach drehen und dann hier oberhalb der Wangen schön das Highlight setzen. Und da habt ihr Augen natürlich auch, aber bitte die Augenpartie aussparen. Oberhalb der Lippen auch noch ein bisschen, überall wo die Sonne eigentlich immer auftrifft. Dann habt ihr ein schönes Contouring. Y, V, was auch immer auf der Stirn. Und dann könnt ihr euren Beauty Blender nehmen und das Ganze einfach schön verblenden oder einarbeiten in die Haut. Und das verbindet sich dann auch super schön mit dem Bronzer. Augenringe habe ich jetzt wirklich ausgespart. Normalerweise gebe ich da immer was drüber. Aber da kommt jetzt noch was. Deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. In der Zwischenzeit ziehe ich dann immer gerne meine Augenbrauen nach. Das dauert sowieso immer am längsten. Und zwar verwende ich dafür meine heißgeliebte Palette. Und zwar ist das hier das Brow Kit von Barry Ann. Die mag ich sehr gern, weil ihr habt hier so eine Art waxigen Flüssigkeit. Dann habt ihr natürlich zum Augenbrauen nachziehen den Eyeshadow und zum Highlighten. Also alle drei Sachen, die man wirklich benötigt, sind drin. Und somit habt ihr wirklich alles immer dabei. Passt auch in die Handtasche und geht auch nie auf. Also habe ich immer bei mir dabei. Mit dem Wachs ziehe ich sie eigentlich nicht nach, sondern bringe sie noch ein bisschen in Form, weil ich habe das Problem, dass meine Augenbrauen so ein bisschen nach unten wachsen und vor allem diese Seite ist auch relativ kurz und dann kann ich das immer schön hinaufgeben. Und da helfe ich dann meistens an dem Ende immer noch ein bisschen mit dem Wachs nach und verlängere ein bisschen meine Augenbraue, weil sie ja doch recht kurz ist. Noch ein bisschen schön nachziehen, das alles schön verteilen, dass es eben an den Anfängen nicht so stark ist. Und fertig. Highlighting nicht vergessen, mache ich immer gerne mit dem Finger. Einfach unter die Augenbrauen ein bisschen. Wirkt auch ein bisschen frischer und man hat auch dann einen wacheren Gesichtsausdruck. So. Next kommt natürlich ein Blush. Mein Lieblingsblush im Moment ist von Clinique. Und zwar ist das ein Cheek Pop Blush. Das ist die Farbe Berry Pop. Die ist eben relativ pink, aber nicht zu pink und genau richtig, damit ich ein bisschen Farbe ins Gesicht bekomme. Da nehme ich dann immer ganz wenig und gehe schön hier über meinen Bronzing Part drüber. Und jetzt ist es halt wichtig, dass er wirklich gut verblendet.
So, wenn ihr das schön verblendet habt, kommt meine geheime Waffe. Deswegen habe ich die Augen ausgespart. Und zwar der Ice Cube Vitamin E. Den habe ich vom Body Shop. Also meistens, wenn ich aufstehe, habe ich richtig angeschwollene Augen. Und die sind dann richtig, ja, damit es ein bisschen frischer aussieht. Aber wenn ich jetzt den Ice Cube, und zwar direkt darunter, könnt ihr auch auf das Lid auftragen. Macht also auch nichts. Und der ist kühlend. Könnt ihr eigentlich auch in den Kühlschrank geben. Ist ein Tipp von mir, dann ist es super kalt. Muss ich zurzeit noch nicht machen, wirklich, weil es ja jetzt noch nicht so heiß ist, aber dann ist wirklich angenehm. So, wenn ihr das einwirken habt lassen, dann könnt ihr das ein bisschen eintupfen. Wenn die Schwellung ein bisschen zurückgegangen ist, was eigentlich nicht lang dauert, dann könnt ihr auch schon mit eurem Concealer drüber gehen. So. Und man ist schon ein bisschen frischer und wacher. Next Step ist das Ganze natürlich fixieren mit der Buffing Brush. So, und dann geht ihr einfach unter die Augen. Oder egal welchen Pinsel ihr habt. Ich habe gerne die Buffing Brush, weil die nimmt schön viel Puder auf. Und dann habt ihr den Concealer mal fixiert. Fixieren tue ich eigentlich bei mir jetzt nur die Stirnpartie. Nicht alles, weil ich will ja doch irgendwie diesen schönen sommerlichen Glow haben und nicht alles mattieren. Und den Hals hinunter auch ein bisschen. Prinzipiell ist das meine Glowy Skin Routine und dann fehlt eigentlich nur mehr ein bisschen Make-up. Und das war es eigentlich auch schon. So bereite ich mich quasi jeden Tag vor, wenn ich in die Arbeit gehe. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an meiner kleinen Skin Glowing Routine. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Verpasst nicht mein letztes Video. In der Endcard habe ich es euch verlinkt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!